Mach mal lieber die Tür wieder zu, ne? Nicht, dass die Einwohner von Cauldron Lake, von Bright Falls jetzt hier die Gespräche mithören und dann auch noch Angst vorm Hirschfest kriegen, ne? Und dass das Ende der Welt einläutet. Das wollen wir jetzt natürlich nicht an die große Glocke hängen. Die sollen sich auch schön auf ihr Volksfest freuen. Da müssen wir keine Panik verbreiten. Puppenmonster. Der mit dem ausgestopften Elch. Seid ihr bereit für ein bisschen Kunst und Kultur? Dann geht's los mit The Dark Place, The Art of Alice Wake. Wir besuchen die Ausstellung. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das für ein weirder Eingang ist, aber let's go! Und damit herzlich willkommen zu Alan Wake, Folge Nummer 15. Ich saß im Writers Room und schrieb die Geschichte Initiation, um mich durch den dunklen Ort zu projizieren, um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hatte mich hergeführt, aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte und in der Geschichte betrat ich nun den Writers Room. Doch da war niemand, der schrieb. Das schlecht. Excuse me, what the fuck? Was war das denn? Da sind wir ja wieder. Okay, fassen wir mal alles zusammen, Alan. Die letzten 13 Jahre waren Sie in einer Albtraumdimension gefangen. Dem dunklen Ort, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund des Cauldron Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben Sie es endlich da rausgeschafft. Ja, ja. Aber ebenso Ihr böser Doppelgänger, Mr. Scratch. Oder war es das Dunkel? Beides. Es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Er sieht aus wie Sie. Und die Welt in einen Albtraum verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Falls bringt. Schätze, wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Realität verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie die Dunkelheit bei Anbruch der Nacht. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja. Letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es ein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit. Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Klicker. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen, das... Darf nicht sein.
Wenn ich den Klicker finde, kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich weiß, es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halb vergessener Traum. Mr. Wake, Alan, wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich möchte nur eines wissen. Warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich habe sie gesehen. Eine Vision im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Und mehr noch. Wir sind alle in Gefahr. Das ist... Na, das klingt ja vielversprechend. Und es gibt so viel davon. Okay, bevor wir jetzt hier mit Alan quatschen, muss ich noch mal ganz kurz meine Gedanken ein kleines bisschen sortieren. Also zunächst mal, was war das denn für eine beschissene Ausstellung? Also, nichts gegen dich, Alice, aber die war scheiße. Muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Keine Fotos und man wird vom Dunkel aufgefressen. So ein Quark. Aber jetzt, wo wir wissen, dass Scratch quasi Alan Wakes Doppelgänger ist, frage ich mich als allererstes, woher wollen wir denn wissen, dass das nicht Scratch ist, der vorgibt, Alan Wake zu sein, nur damit wir ihm helfen, an den Klicker zu kommen? Also, wer sagt uns, dass es wirklich Alan Wake ist, der da sitzt und nicht dieser Doppelgänger, der sich durch die Dunkelheit manifestieren kann? Dann wäre er vielleicht nicht im Licht, ne? Es ist ja schon relativ hell hier. Aber ich weiß es nicht. Es ist sus, kann man sagen. Und allgemein scheinen wir hier gerade mit einem deutlich größeren Problem zu kämpfen zu haben, als das noch 2010 der Fall war, wo sich das Problem wirklich auf den lokalen Cauldron Lake beschränkt hat. Und jetzt ist ja wirklich deutlich mehr in Gefahr und die Geschichte geht auch ein bisschen tiefgründiger und weitreichender als einfach nur, wir müssen die Frau finden, wobei das natürlich immer noch so ein bisschen ein Rätsel ist, wo Alice jetzt geblieben ist und ob sie noch am dunklen Ort ist oder ob sie es vielleicht auch rausgeschafft hat. Alles Fragen, die Alan Wake typisch wahrscheinlich nie beantwortet werden, deswegen stelle ich Alan jetzt mal eine Frage, die er vielleicht beantworten kann. Sagt Ihnen der Kult des Baumes etwas? Gruselige Typen. Sie tragen diese Hirschmasken, führen Ritualmorde durch. Ihre Opfer werden dann von der Dunkelheit besessen. Vermutlich durch die Horrorgeschichte eines bestimmten Autors inspiriert. Na, klingelt da was? Der Kult. Ja. Ja, Sie haben den Klicker. Wieso hat der Kult denn den Klicker? Wenn der Kult den Klicker hat, sind Sie dann Anhänger von Scratch? Wie können Sie so sicher sein, dass Sie den Klicker haben? Sie arbeiten vielleicht für Scratch. Ich weiß nicht mehr, so verwirrend. Alan, wenn ich dieser Spur nachgehen soll, müssen Sie ehrlich zu mir sein. Ja, natürlich. Ist er verwirrt? Oder verbirgt er etwas? Ja, vielleicht beides, ne? Wir gehen mal ins Profiling, würde ich sagen. Wake meinte, der Kult hätte den Klicker. Woher weiß er das? Der Autor ist der Leser. Das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel, das nächste Kapitel. Beschützt die Seiten, der dunkle Glanz der Worte. Wake versteckt Seiten. Deshalb weiß er, dass der Kult den Klicker hat. Ah. Wake hat ein Double. Mr. Scratch. Wo ist er jetzt? Mein Gesicht ist von Zorn erfüllt. Der dunkle Ort an deiner Stelle macht mein Gesamtwerk zunichte. Scratch ist hier, in Washington. Er jagt Wake.
Cratch sieht aus wie Wake. Warum? Erwecke nicht den Träumer, wenn dein Leben ein Traum ist. Ich schwamm ans Ufer, aber das Wasser steigt. Wake und Scratch stehen in Verbindung. Vielleicht konnte Scratch dank Wake entkommen. Oder umgekehrt? Ja, vielleicht konnten sie ja beide nur gleichzeitig entkommen. Die scheinen ja schon ein kleines bisschen abhängig voneinander zu sein. So, okay, aber wir gucken gleich mal noch auf die Falltafel, denn ich glaube, da haben wir auch was Neues und bei den Manuskriptseiten hat sich ebenfalls was getan. Aber ich glaube, die haben wir schon gelesen. Korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, die haben wir schon. So, was haben wir denn an neuen Hinweisen? Interview mit Alan Wake. Wo können wir das denn hinpappen? Ach, das ist ein komplett neuer Strang. Wake gab uns gerade viele Informationen. Doch dieser Klicker scheint ein guter Anfang zu sein. Wenn wir den finden, finden wir auch den Kult. Ist das jetzt... Ach, das ist ein komplett neuer Fall. Ja, geil. So, wo ist der Klicker? Im Besitz des Kults. Immer noch was. Bei den Fällen. Oh, da hat sich schon einiges zusammengesucht hier. Der Mord am Cauldron Lake, der ist tatsächlich abgeschlossen, der Fall. Den hatten wir ja schon. Der Kult des Baumes ist nur ein Hintergrundfall, aber ich glaube, der spielt schon eine nicht unerhebliche Rolle tatsächlich. Was haben wir denn hier? Möglicherweise besteht der Kult aus Anhängern von Scratch. Das ist tatsächlich... Versuch's weiter. Nicht unplausibel. Okay, das passt also nicht zu, wer gehört zum Kult. Okay. Klar. Okay, ich hätte jetzt eher bei wer ist involviert hingehangen. Aber gut, ich bin ja auch nicht der FBI-Spezialist. Nightingale sprach in Auszügen aus den Seiten. Das heißt... Beim Schreiben, ja. Und eine Seite wurde in Nightingales Brustkorb platziert. Was auch überhaupt nicht weird ist. Haben wir hier noch? Ah, okay, die Geschichte. Die Geschichte. Die Seiten, die wir gefunden haben, stammen aus einer Horrorgeschichte namens Return von Alan Wake und werden wahr. Warum konnte es keine Romanze sein? Ja, so ist das halt, ne? Ui, da ist ganz schön viel. Guck mal, was wir da jetzt hier an neuen Hinweisen haben. Da müssen wir erstmal zuschauen, dass wir den Fall ein bisschen aufbauen. Aber Return ist ja genau das Buch, was in der Talkshow vorgestellt wurde, auf die wir auf mysteriöse Weise reingestolpert sind. Im dunklen Ort befindet sich ein Wesen, das sich das Dunkel nennt. Ja, okay. Ergibt Sinn. Eieiei, hier ist ja echt viel. Das Dunkel nimmt die Gestalt von Scratch an, um Wakes Geschichte zu verändern. Möchte die Welt in einen verdammten Albtraum verwandeln. Aber wie? Vielleicht bei einem Dunkel? Ja, okay. Scratch und das Dunkel sind austauschbar. Ja, ja. Wenn das Dunkel wie Wake aussieht, nennt es sich Scratch. Ein böser Doppelgänger ist praktisch. Ja, ist das so? Taschenlampe scheint Besessene zu schwächen. Das gehört ja auch zum Dunkel. Im Inneren ein helles Licht. Saga fühlt sich sicher. Gut beleuchtete Gebiete sind sicher vor dem Dunklen und den Besessenen. Wake saß 13 Jahre im Ort fest. Ist das dann der dunkle Ort wahrscheinlich? Ja. Laut Wake kann der dunkle Ort vom Grund des Cauldron Lakes aus betreten werden. Das heißt, passt ja auch hier mit hin. Aber wie kommt man da hin? Die Fiktion, die mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, hat die Macht, die Realität zu verändern. Das gehört auf jeden Fall hier oben zur veränderten Geschichte hin, ja. Die Geschichte verändert sich Stück für Stück, das ebenfalls. Wie kann man die Geschichte aufhalten? Ja, indem man sie einfach umschreibt, ne? Oder Alan braucht den Klicker. Wenn wir nichts unternehmen, wird Scratch die Geschichte nutzen, um die Realität zu Beginn des Hirschfestes dauerhaft zu verändern.
Das wäre schlecht. Eine andere seltsame Realität, der dunkle Ort mit der unserem verschmolz. Dieser Ort, der dunkle Ort, okay. Hatten wir denn den dunklen Ort hier? Der dunkle Ort. Eine Dimension, in der Monster leben. Wildes Zeug. Ja, aber doch irgendwie nicht so weit hergeholt, ne? Du warst ja selber schon mal da. Das Gedicht erlaubte mir den Übergang am Cauldron Lake. Ah, ja, richtig, das war der Übergang. Also, wie wir hineingelangen, wissen wir ja eigentlich. So, den Hinweis können wir tatsächlich noch nicht an die Tafel pappen. Aber ich finde, dafür, dass wir den Fall gerade erst angefangen haben, sieht er schon ordentlich gut befüllt aus, ne? Vielleicht haben wir da jetzt noch ein paar Sachen, die wir aus Alan rausquetschen können. Okay. Mr. Wake, Sie haben bestimmt weitere Seiten des Manuskripts bei sich. Sie wissen nicht, wie wichtig diese Seiten sind. Dank Ihnen weiß ich, was auf mich zukommt. Nicht nur Sie wollen das Problem lösen. Das ist unser Job. Okay. Hier. Mehr habe ich nicht. Seien Sie vorsichtig. Nee. Im Wohnwagen am Rande von Watery saß Saga zum ersten Mal Wakes sagenumwobenen Klicker. Er befand sich im Besitz des Kults des Baumes. Ein Kultist starrte sie an. Sie zog ihre Waffe. Gut, nehmen wir eine Waffe mit. Guter Hinweis. So, haben wir jetzt einen... Ne, das war ja eine Seite, ne, die wir bekommen haben. Ah, hier, ungelesen. Die Kinder in Bright Falls sind alle mit Geschichten über den Kult des Baumes aufgewachsen. Wilde Verrückte, die in den Wäldern leben. Satanisten, die »Wir wachen in der Nacht« sangen, während sie im Wald Blutopfer brachten. Oder von nicht ganz menschlichen Wesen, die in der Dunkelheit lauerten. Es gab viele Versionen der Geschichte, aber sie alle hatten ein wichtiges Element gemeinsam. Gefahr im Dunkeln, in den Wäldern. Irgendwo zwischen all den urbanen Legenden lag eine geheime Wahrheit, die wahre Identität der Kultisten, die durch die Wälder streiften. Echte Gesichter verbargen sich hinter den Masken, echte Hände hielten die Messer, echte Menschen, die ein düsteres Ziel verfolgten. Der Wald war nicht sicher. Die Menschen taten gut daran, ihre Kinder von den Bäumen fernzuhalten. Okay, scheint das schon länger so ein Problemchen hier zu sein. Können wir jetzt den fehlenden Hinweis noch drauf pappen? Nee, immer noch nicht. Aber wir haben was Neues in der... Ja, genau, irgendein Wohnwagen. Aber wo ist der Wohnwagen? Der Kult des Baumes hat den Klicker, von dem Wake sprach. Sie sind Teil von all dem. In der Nähe von Watery. Woher weißt du das denn? Es steht alles auf der Seite. Der Klicker, der Kult. Okay. Ich gehe nach Watery und suche diesen Wohnwagen. Casey, Sie bleiben hier und passen auf Mr. Wake auf. Verstanden. Nein, Sie brauchen mich hier! Keine Chance, Kumpel. Das ist eine FBI-Untersuchung und ich sehe keine Marke an Ihrem Flanellhemd. Ab jetzt kannst du über den Eimer im Schutzraum des Hausmeisters zwischen den Geschichten von Alan und Saga wechseln. Du kannst sie in beliebiger Reihenfolge spielen. Aha. Aha, wie cool. Dann werden wir das auf jeden Fall machen und ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber da wir jetzt sehr, sehr lange mit Alan unterwegs gewesen sind in den vergangenen Folgen, würde ich sagen, können wir in dem Schuhkarton Sachen zwischen Alan und Saga austauschen? Das wäre das erste Mal, dass ich tatsächlich sagen würde, das ist nützlich. Cool. Genau, wir bleiben erstmal bei Saga, würde ich sagen. Weil wir jetzt wirklich lange nicht mit ihr gespielt haben. Übrigens, Alan. Nicht nur Sie wollen das Problem lösen. Das ist unser Job. Ich glaube, die sind von mir. Ich weiß, dass ich unzählige Seiten geschrieben habe. Beim letzten Mal wurden die Seiten aus dem dunklen Ort geschickt, um mir zu helfen. Vielleicht passiert das auch hier wieder. Das ist vorerst alles, Mr. Wake. Danke für Ihre Kooperation.
Gut, das war jetzt nicht so super hilfreich. Wir wussten ja schon, dass es von Alan war. Wo sind wir ja eigentlich? Im Odia Diner? Mach mal lieber die Tür wieder zu, ne? Nicht, dass die Einwohner von Cauldron Lake, von Bright Falls jetzt hier die Gespräche mithören und dann auch noch Angst vorm... Okay, deine bisherigen Lieblingshirschfestwagen. Los! Angst vorm Hirschfest kriegen, ne? Und dass das Ende der Welt einläutet, das wollen wir jetzt natürlich nicht an die große Glocke hängen. Die sollen sich auch schön auf ihr Volksfest freuen. Da müssen wir keine Panik verbreiten. Ich ersuche sie jetzt schon zum dritten Mal. Dass sich jemand meinen Fernseher ansieht. Solider Bart, mein Freund. Er hält mich die ganze Nacht wach. Ja, Sir, das tut mir schrecklich leid. Wir haben einen professionellen Elektriker gerufen. Haben Sie es in der Dann Zeit auf nach Watery, würde ich sagen. Ein Vorschlag, Einstein. Ja, Anderson, ich wollte das nicht vor Wake erwähnen, aber glauben Sie, es ist eine gute Idee, allein zu gehen? Angenommen, wir glauben der Seite, dann muss ich mir das ansehen. Wir müssen den Kult finden. Jeder hier könnte ein Mitglied sein. Und dieser Scratch. Der böse Doppelgänger? Es muss stimmen. Oder der Typ ist ein mieser Schriftsteller. Abgesehen von seinen Schreibkünsten. Wenn die Informationen auf dieser Seite stimmen, könnte das ein Durchbruch sein. Dann lösen wir den Fall, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Sie lassen sich Zeit, also seien Sie vorsichtig da draußen. Immer. Inzwischen werde ich mich mit Wake unterhalten. Vielleicht finde ich ja was raus. Okay. Vergiss nur nicht, was mit dem Salzstreuer war. Ja, ja, echt komisch. Laut der Seite war ich in einem Wohnwagen, irgendwo in Watery. Ich sollte mich umhören. Na dann, schauen wir doch mal, ob wir hier einen Wohnwagen finden. Ich meine, so groß scheint das Dorf hier nicht zu sein. Da sind die Chancen doch relativ hoch, dass wir den Wohnwagen finden. Wir fragen einfach mal die hiesige Bevölkerung. Angler, die wissen doch immer mehr. Hey, was sagtest du immer, wäre als Kind dein Traumberuf gewesen? Ich wette, es waren nicht Dockarbeiter. Davon verstehe ich nichts. Aber die sind nicht sehr gesprächig, stelle ich gerade fest. Also, hier. Nun, have you seen me? Oh, die arme Katze ist verloren gegangen. Wir schnappen uns jetzt das Boot. Ah, nee, lieber nicht. Die Überflutung ist hier sogar noch schlimmer. Hier steht alles unter Wasser. Ich muss Lady? Casey später davon erzählen. Ja, Riesenwähne. Old Storage and Repair. Bestimmt wieder so ein Hinweis auf den finnischen... Also ist bestimmt finnisch, weil der Entwickler ist ja finnisch. Die verstecken ja gerne mal so Sachen in ihrem Spiel. Valhalla Nursing Home. Holy shit, okay. Hallo. Haben Sie einen Moment? Ah, lange nicht gesehen, Miss Anderson. Kennen wir uns? Thor und Odin sind nicht hier. Die alten Gauner schleichen sich immer davon. Nein, ich wollte Sie eigentlich etwas anderes fragen. Wohnen Sie in der Gegend? Ich wohne in Bright Falls. Sie haben mich schon gesehen. Ich bin Mr. Blum. Sie haben mich Wladimir genannt. Ich arbeite im Pflegeheim. Ich kümmere mich um alte Menschen. Wir machen einen Tagesausflug. Musik, Sauna, eine schöne Zeit. Ich bringe sie mit dem Bus hierher. Die Senioren sind sehr wichtig. Und der Bus ist sehr schön. Danke. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wissen Sie, ob es hier in der Nähe Wohnwagen gibt? Klar, die Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung. Emo Koskela ist der Besitzer. Er besitzt einiges in der Stadt. Und wo ist Ilmo? Ich habe Ilmo und seinen Bruder bei der Brücke gesehen. Naja, wo früher mal eine Brücke war. Hey, wie läuft's? Hey, prima. Wir kennen uns wahrscheinlich auch.
oder so? Nein? Okay, gut, bin ich ja beruhigt, dass es nur eine Person war, die ich ja offensichtlich kenne. Bisschen trostlos sieht sie aber schon aus, ne? Aber guck mal, da ist das Lighthouse, da ist bestimmt auch die, also der Leuchtturm, da gibt es bestimmt dann auch die Wohnwagen. Versuch trotzdem mal noch mit dem einen oder anderen hier zu knetschen. Na, Kollege? Wie ist das Leben hier so in dieser Weltmetropole? Ja? Doch so spannend? Krass, ja, habe ich mir schon gedacht. So, wir gucken natürlich auch ein bisschen abseits, weil jetzt ist es ja noch hell. Das heißt, die Dunkelheit kann uns hier keine nervigen Gegner entgegenwerfen. Und vielleicht findet man ja die ein oder andere... Guckt mal, was hier drin ist, ne? Hab ich's doch gesagt. Backshots für die Schrotflinte. Nehmen wir mit. Die Biere würde ich auch gerne mitnehmen, aber die sind auch schon offen und leer. Dann lasse ich sie vielleicht doch lieber da. Was haben wir hier? Ach, das... Ach so, das ist ein Bämmelheber. Ich dachte schon. Oh ja, Painkiller nehme ich auch mit. Sehr gut. Seht ihr? Dann können wir die Leute, die hier noch in dem Dorf wohnen und sowieso nicht viel haben, die können wir noch um ein letztes Eigentum prellen. Finde ich gut. So, du alter Knacker. Was hast du denn diesmal wieder angestellt? Wow. Wie oft kann ich dieselben Löcher auch nicht flicken? Überleg mal, wie du mit der Lady redest hier. Hallo? Watery ist definitiv idyllisch. Ja, so kann man es auch sagen. Aber Fresh Fish habe ich da gelesen. Da bin ich doch dabei, Mensch. So ein schönes Krabbenbrötchen oder Fischbrötchen. Gönn ich mir. Oh, was haben wir hier? Hier gibt es bestimmt guten Fisch. Ja, deswegen. Flussufer Versteckschlüssel. Ich glaube, der... Nee, dafür haben wir leider nichts. Guten Tag. Hi. Hast du einen Schlüssel für mich? Ich würde gerne da rein und euren Fisch klauen. Ah, gut. Also, so viel scheint sie nicht zu geben. Ich gehe jetzt mal noch in das Gebäude hier rein. Ihr seid bestimmt schon die ganze Zeit ganz hibbelig. Ich fühle mich nur noch wie ein Schatten meiner selbst. Ja, ja, früher war alles besser, dies, das. Aber nicht damit. Denn alle älter. Das Gebäude wollte ich hier rein. Da war nämlich ein Eingang. Eine Stimme für Bürgermeister Setter ist eine Stimme für uns alle. Für Watery. Bürgermeister Setter steht für Gerechtigkeit. Gibt's denn auch einen Gegenkandidaten hier? Krieg ich einen Keks? Nee? Was sind das überhaupt? Sind das Kekse? Brote? Brote, oder? Ich hätte gerne ein Brot und ein Pin. Nein? Dann kriegt er meine Stimme auch nicht. Ich wäre ja käuflich, aber nicht so. Arti singt! Okay, eingängige Melodie. Das ist cool. Lieber Gott. Sind das die Entwickler? Das wäre cool. Ist das die Nessie von Watery? Eine anonyme Quelle schickte dieses Foto an unsere Redaktion und gab an, dass es während des letzten Vollmondes aufgenommen wurde. Ein majestätisches Tier, verborgen in den Tiefen des Wassers. Oder ein raffinierter Schwindel? Ein Meereswesen, das sich über die Gesetze der Natur hinwegsetzt. Oder ein Überbleibsel eines U-Boots aus den Zeiten des Kalten Krieges? Ein einsamer Wanderer auf der Suche nach Gefährten und Beistand? Oder ein schreckliches Ungeheuer, das nach Blut giert? Diese und andere Fragen beschäftigen unser Redaktionsteam hier bei The Bright Force Record, nachdem einer unserer eifrigen Leser dieses mysteriöse Foto als Beweis für eine unbekannte Kreatur eingeschickt hat, die in den Gewässern von Watery ihr Unwesen treiben soll und einen seltenen, aber dennoch gelungenen Auftritt hat. Diese spannenden Entdeckungen könnten das Ereignis des Jahres werden. Wow, das ist traurig. Das ist traurig, Leute. Okay. Während wir tiefer in dieses Geheimnis eindringen, landen wir hier bei The Bright Falls Record alle unsere Leser zu einem Namensgebungswettbewerb ein. Wie soll unser hiesiges Ungeheuer heißen? Watery Wanda? Shelly das Seemonster? Schicken Sie uns jetzt Ihre Vorschläge. Weitere Neuigkeiten und Enthüllungen folgen, sobald sich die Geschichte weiterentwickelt.
Alles klar. Was für ein schönes Reh. Na, schade, dass es an der Wand geendet ist. Ah ja, wir haben einen Schuhkarton und da können wir auch speichern. Wie geil ist das denn? Und hier ist er. Ah, Arti nimmt also überall seinen Wischmob mit für solche Fälle. Das finde ich sehr gut. Okay, ja, Backstage dürfen wir nicht. Okay, wir sind ja auch gerade erst hier reingekommen. Es wäre ein bisschen vermessen, jetzt hier Backstage zu gehen. Deswegen würde ich sagen, während Arti hier ein Liedchen nach dem anderen schmettert, fragen wir mal die hiesigen Rentner so ein bisschen. Verzeihung. Sagen Sie? Ruhe. Arti ist mitten in der Vorstellung. Okay, Entschuldigung. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Schon cool gemacht, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Ein erschreckend seltsamer Tauchgang in die düsteren Tiefen. Der Gedanken eines Künstlers. Tom the Poet. Ein Film von Thomas Zane. Was, von Thomas Zane? Wie alt ist der denn dann schon? Als Hauptdarstellerin der Rolle des Tauchers Barbara Jagger als das Dunkel. Cynthia Weaver als die Dame des Lichts. Emil Hartmann als der Assistent. Drehbuch und Regie Thomas... Okay, ich glaube, das ist... irgendwie wieder so ein Poster, was nicht wirklich real ist, weil die sind ja alle so ein bisschen verschwunden eigentlich. Wir sprechen über Zanes frühe Karriere in Finnland, seine Künstlerkommune in Bright Falls, sein verschollenes Werk Tom der Dichter und sein mysteriöses Verschwinden im Jahr 1970. Wie er in seinem Film sein eigenes dunkles Double spielt, den Dichter, den Schriftsteller, den Taucher, Thomas den Reimer. Okay. Aber... hört Arti auch mal auf zu singen? Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt will, dass er aufhört zu singen, aber wir müssen ja hier mal ein bisschen weiterkommen, oder haben wir die Informationen, die wir brauchen, schon bekommen? Gehe ich mal hier noch die Lady, die sieht auch nicht aus, als würde es mit uns quatschen. Na gut, wir sollen die Klappe halten, aber für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Das heißt, oh, wir nehmen uns auf jeden Fall die Karte mit. Das müssen wir tun. Aber das heißt, wir gehen hier mal wieder nach draußen. Und ich schätze mal, wir werden dann hier hinten bei dem Leuchtturm die Wohnwagen finden. Aber die finden wir nicht mehr in dieser Episode. Denn wenn ich so auf die Zeit schaue, dann ist es schon wieder vorbei. Wir haben den Charakter einmal mehr gewechselt. Spielen jetzt nicht mehr Alan Wake, sondern Saga. Können aber mehr oder weniger jederzeit die Realität wechseln und die Geschichte des jeweils anderen spielen. Es ist jetzt uns überlassen, in welcher Reihenfolge wir das tun. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das, was wir mit Alan Wake gespielt haben, dass es sozusagen die Vorgeschichte war, wie er aus dem dunklen Ort entkommen konnte. Und das bedeutet wahrscheinlich auch für die weiteren Zeitstränge, dass es nicht immer parallel verläuft. Vor allem, wenn man sich selbst aussuchen kann, wann man die Zeitstränge wechselt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Das ist unser geringstes Übel. Und mit offenen Fragen kennen wir uns ja hier sowieso aus. Deswegen lassen wir erstmal nur die Fragen offen, nicht aber diese Folge. Denn die findet nun ihr jähes Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, hier eine weitere Folge mit euch zu spielen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, habt eine geile Zeit und macht's gut!